So, hallo mal wieder bei Mario Fliegendose. In diesem Video zeige ich euch jetzt, nachdem ich im letzten Video die Extended Bodies vorgestellt habe, wie man so eine Maifliege komplett fertig bindet. Also wie der Extended Body funktioniert, das habt ihr ja gesehen. Das heißt, ich habe hier einen solchen fertigen Körper. Und hier vorne stehen noch die Enden vom Elchkörperhaar raus. Die schneide ich einfach hier vorne ab. Und dann als Haken verwende ich hier den Gamakatsu F314 in Größe 10. Der hat einen schönen weiten Bogen und ist so stabil, dass er auch große Fische hält. Das ist eigentlich ein sehr schöner Haken für solche Fliegen. So, und jetzt habe ich halt hier meinen Körper und den Haken und steche den hier kurz in die Öffnung herein. Der Körper ist ja hohl und kommt unten am Extended Body wieder raus. Also so, dass der Körper auch wirklich schön auf dem Haken drauf sitzt. Jetzt nehme ich die Fliege hier raus, befestige den Haken. So. Als Bindefaden verwende ich hier ein UTC 140 in Braun. Ihr könnt auch Creme nehmen oder wie auch immer. Also hier sieht man den Faden eigentlich nicht, von daher ist es relativ egal. Dann fange ich am Öhr an und lege eine Grundwicklung. Schneide den Faden ab, wickel so bis zur Hälfte des Hakenschenkels ungefähr. Dann nehme ich etwas Lack oder Sekundenkleber und gebe hier einen Tropfen auf den Haken drauf. Und dann schiebe ich mir den Extended Body einfach ein Stück vor, so dass ich über diesen über die lackbenetzte Grundwicklung drüber komme und wickel einfach mit dem Faden hier den Körper fest. Sollte dann einigermaßen vernünftig sitzen. Und das ist jetzt so fest verbunden, dass sich da eigentlich nichts mehr lockern kann. Jetzt für die Flügel verwende ich ein Polypropylengarn. Das kann in Creme oder in Grau sein oder in Weiß, je nachdem, wie ihr es gerne haben wollt. Die Fische sehen dann von unten eh nur die Silhouette. Da kommt es nicht ganz so genau darauf an, dass ihr da die richtige Farbe verwendet, wie es in der Natur ist. Wichtig ist, dass ihr das gut sehen könnt und der Fisch eine schöne Silhouette von unten sieht. Und dann nehmt ihr einen Strang einfach doppelt, schneidet den nochmal in der Mitte durch. Und den legt ihr einfach in der doppelten Ausführung oben auf den Haken drauf und überfangt den mit so einer Achterwicklung. Da kann noch mal ein Tropfen Lack drauf. Dann kann sich der Flügel auch nicht mehr verdrehen. Und jetzt braucht ihr ein sehr grobes Dubbing. Ich habe früher das viel auch mit CDC gemacht, dass ich diese Beinchen imitiert habe und den Thorax. Aber das CDC saugt sich dann doch immer doch relativ schnell voll und ich bin jetzt eigentlich mehr so der Vertreter von diesem Alpinfuhr von Swiss CDC. Das ist ein Murmeltier-Dubbing. Sehr, sehr grob und eignet sich damit ideal, einfach um diese groben Beinchen der Maifliegen zu imitieren. Und wenn man das leicht fettet, dann hat es auch eine super Schwimmeigenschaft und ist eigentlich das perfekte Dubbing für solche Maifliegen oder auch für große Steinfliegen. Also ist wirklich ein tolles Material. Und da forme ich mir so ein bisschen so einen Strang draus. Und jetzt kommt so das Lieblingsspiel von mir, nämlich dass ich mir den Faden spleiße. Kennt das schon aus vielen anderen Videos. Einfach mit der Nadel den Faden in der Mitte spleißen. Das funktioniert bei dem UTC-Faden einfach sehr, sehr gut. Und jetzt kann ich mein Dubbing nehmen und in diesen Faden hineingeben. Dann kann ich mir die Dubbing-Schlaufe ersparen und brauche keinen Dubbing-Twister und nichts. Und jetzt nehme ich einfach den Bobbin und verdrehe den. Und wenn ich hier loslasse, dann verdreht sich, verdreht sich der Faden und damit auch das Dubbing in dem Faden zu einem wunderschönen Strang. So einen Klettverschluss kann ich das Ganze so ein bisschen aufbürsten, dass die
abgedrehten Haare sich ein bisschen lockern. Und jetzt wickele ich hier einfach über die Flügelbasis hinweg, hinten dieser Part, der da noch frei ist, den überwickele ich mit meinem Dubbing wieder über die Flügel drüber und vorne schön einen Kopf binden, also den vorderen Bereich, und mache dann direkt hinter dem Öhr ein paar letzte Wicklungen und einen Abschlussknoten. Kann ich den Faden abschneiden und noch einen kleinen Tropfen Lack hier drauf geben. So, jetzt sehen die Flügel ja noch recht unförmig aus. Dann nehme ich jetzt wieder meinen Klettverschluss und bürste mir die Seiten so ein bisschen auf. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, recht flexibel zu sein. Also ich kann mir zum einen, wenn ich den Körper nicht gebogen mache, sondern gerade, und die Flügel dann flach lasse, kann ich mir eine Spend binden, was relativ einfach ist. Oder wenn ich die Flügel so ein bisschen hochziehe, dann kann ich da eher eine Dan draus machen. Oder ein Imago. Also da habe ich alle Möglichkeiten eigentlich hier, mir die Flügel so auszurichten, wie ich sie gerne hätte. Bürste hier noch das Dubbing so ein bisschen aus, dass so die Beinchen rausstehen. Und den Flügel, den schneide ich mir auch noch etwas zurecht. Und zwar erst ein wenig fertig ausbürsten und dann mache ich einen Schnitt von hier vorne so nach oben. Wird dabei so ein bisschen rund. Dann habe ich so diese typische Form des Maifliegenflügels. Dann komme ich hier so ein bisschen von dieser Seite, schneide ich dann hier runter. So. Und hier hinten lasse ich so ein bisschen überstehen, was ich etwas Abkante, also dann schneide ich richtig so eine kleine Kante hinein. Das sieht man jetzt, hoffe ich, ganz gut auf dem Video. Das soll dann halt diese hinteren Flügel imitieren der Maifliege. Also die Maifliegen sind ja vierflügelig und es sind zwei kurze Stummelflügelchen, die sitzen halt hinter diesen zwei großen und die kann ich mit dieser Kante, die ich da reinschneide, gut imitieren. So, und wenn ich jetzt noch die Schwanzfäden so ein bisschen nehme und ein bisschen auseinanderspreize, so wie es bei einem fertigen Insekt auch ist. Es hält eigentlich ganz gut. Dann habe ich eine wunderschöne Extended Body Maifliege mit hoch aufstehenden Flügeln, die wirklich unwahrscheinlich gut schwimmt, weil der Körper ja hohl ist. Wenn ich dieses Dubbing noch etwas fette, das hat auch dann richtig Auftrieb und dieses Polypropylengarn schwimmt eh von ganz alleine, weil es ja eh kein Wasser aufnimmt. Und habt ihr wirklich eine Fliege, mit der ihr sehr, sehr lange fischen könnt und viele Fische fangen, ohne dass die absäuft und ihr ständig eine neue Fliege anknüpfen müsst. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbinden. Alles Gute, fangt dicke Fische, euer Mario.